Update vom 16. Juni 2020, nachts um 1.51 Uhr. Von American McGee. Liebe verrückte Kinder, wenn Sie den entsprechenden Ausschnitt Die Kunst von Alice, der Wahnsinn kehrt zurück, diesen Text, den ich geschrieben hatte, gelesen haben, wissen Sie, dass das Entwicklungsteam wirklich Schwierigkeiten hatte, das Erscheinungsbild von Alice' Gesicht zu definieren. Ken Wong leitete eine Vielzahl von Studien verschiedener Konzeptkünstler und Illustratoren. Er probierte verschiedene Kunststile aus, malerisch, fotorealistisch und Karikaturen. Er kombinierte mit verschiedenen Gesichtsausdrücken Themen und Modis, wie Asylum, Londoner Straßen oder im Wunderland. Dies war ein langwieriger und frustrierender Prozess für alle Beteiligten. Hauptsächlich, weil viele der Beteiligten sehr unterschiedliche Vorstellungen hatten, wie Alice aussehen sollte und warum sie so aussehen sollte. Für viele war es auch eine Gelegenheit, ihren Eindruck, ihre eigene Marke, ihren Namen und ihren Stil auf das sichtbarste Kapital des Spiels zu prägen, natürlich der Hauptfigur. Für andere war das Problem einfach. Machen Sie Alice. Nach Monaten von Fehlstarts, kaum Fortschritt, schimmernden Faden und vielen seltsamen Sachen hatte ich das Gefühl, dass die Frustration des breiten Teams eine Ebene erreicht hatte. Anforderungen wurden nach meiner vernünftigen Erkundigung einfach ignoriert und es wurde viel, viel Zeit verschwendet und viele Prozesse wurden aufgehalten, weil wir keine feste Definition unserer Hauptfigur hatten. With that point in mind, I think, you know, it's worth stating that there is no exactly perfect outcome to the conversation about what the new character we're designing for Alice Asylum looks like. There's no perfect solution to this. One of the reasons there's no perfect solution to this is that none of us has a perfect memory, or I should say, none of us shares the same mental image of what constitutes Alice. We don't share that in our minds. She's a fictional character, and every one of us carries around slightly different impressions, features about her that we took away and held on to while others were discarded or forgotten. And we see this happening over and over again every time we have artists come to make new artwork based on this character. They stylize her in slightly different ways. They exaggerate certain features more than others. She's not a real person, and she's not based on a real person, at least not in the sense of she's not an actress playing a character, and therefore we relate that character to the face of that actor or that actress, and it stays relatively static, at least if the character's being played by Tom Cruise, who doesn't seem to age ever. So she's not Tom Cruise. Her face is a virtual representation of a fictional character, so we cannot expect a scientific sort of approach to getting this just right. Ich legte hier meinen Fuß in die Tür. Ich erinnere mich an ein ziemlich ernstes Ultimatum zu diesem Thema. Im Grunde genommen war es so, mit einem oder zwei unserer wichtigsten Kunstmitarbeiter. Ich setzte mich nur mit diesen wenigen Leuten zusammen. Und danach hatten sich wirklich die Dinge verbessert. All dies soll die kritische Natur der Entscheidung erklären, die wir jetzt treffen werden. Ich weiß nicht, ob es schwierig sein muss, aber ich weiß, dass es wichtig ist und das aus einem guten Grund. Wie sieht Alice in Alice Asylum aus? Ein paar Punkte, die Sie beachten sollten, bevor Sie weiter darüber nachdenken,
Zuerst sehen wir Alice durch die Linse ihres eigenen geistigen Auges. Alles, was in Alice passiert, in Alice Asylum, geschieht in ihren Kopf von der erwachsenen Alice. Es ist dieselbe Alice, die wir am Ende von Alice Madness Returns von dem Bahnhof weggehen sehen. Wie würde die 24-jährige Alice ihr 13-jähriges Ich sehen? Zweitens ist die 13-jährige Alice der Avatar von Alice Abenteuern in des Asylum. Sie hat ein Jahr im Koma im Krankenhaus verbracht und ist jetzt im Wattledge Asylum. Zwischen 1865 und 1873 wird Alice auch im Koma bleiben, abgeschottet von der realen Welt. Dies ist der Zeitraum, in dem Alice Asylum, das Game, stattfinden wird. Und nein, wir werden Alice in diesem Zeitraum nicht altern oder körperlich wachsen sehen. Drittens müssen wir Alice jetzt definieren, damit Fortschritte bei anderen Aspekten des Designs und der Kunst erzielt werden können, die sich auf ihren Körper, ihr Gesicht und ihr Gesamtbild beziehen. Wir haben die Möglichkeit, ein hochauflösendes 3D-Modell von Alice zu erstellen. Etwas, das wir für unser Verkaufsgespräch und Marketing verwenden können. Dies kann sogar dazu beitragen, die Tür zum Erstellen einer tatsächlichen spielbaren Demo zu öffnen. Schließlich könnte es hilfreich sein, die Geschichte von Asylum im Auge zu behalten. Insbesondere die Tatsache, dass sie in einer falschen Realität der Illusion und Verleugnung gelebt hat. Wenn Sie sich vorstellen, sehen Sie eine idealisierte Version oder etwas weniger als das? Wen glaubst du, könnte Alice sich angesichts ihres Geisteszustandes sehen? Also behaltet all das im Hinterkopf. Denkt an die Form, die Proportionen, den Stil und das Gefühl der von Joey bereitgestellten Konzeptbilder. Lassen Sie sich nicht von Mangel an Haaren stören. Das ist nur eine Technik, um die Form Ihres Kopfes klar zu definieren. Setzt euch eine Weile mit den Bildern auseinander. Vielleicht druckt ihr sie aus, so wie ich, und hängt sie an die Wand. Lebt mit den Bildern etwas. Und dann macht es vielleicht einen aussagekräftigen Eindruck, den ihr auch mir vermitteln könnt. Wenn ihr einige Gedanken habt, teilt sie mit uns. Update am 22. Juni. Liebe verrückte Kinder, jetzt wo wir eine Vorstellung davon haben, wie Alice Gesicht aussieht, müssen wir mit der Arbeit an ihrem Körper beginnen. Ich bin nicht mein Körper. Schauen Sie sich von Joey gesendete Konzeptbilder an. Sie zeigen die Hauptfigur unseres Spiels, Alice, in einer entspannten A-Pose. Mit diesen Bildern wird unser 3D-Modell-Designer ein detailreiches 3D-Modell von Alice erstellen. Wie beim Gesicht weisen diese Bilder einige Einschränkungen auf. Erstens werden wir niemals eine Alice im Spiel sehen, die sich auf diese Weise ausgezogen hat. Das A-Pose-Bild hier wird als Referenz verwendet, um die zugrunde liegende Form, Knochenstruktur und Muskulatur von Alice zu verstehen. Diese Informationen helfen, zu strukturieren, wie sie ruht, wie sie sich beugt, wie sie sich streckt, bewegt und reagiert. Zweitens.
ist das Bild von Alice, das wir hier sehen, wie bei ihrem Gesicht eine mentale Repräsentation. Die Art und Weise, wie die 23-jährige Alice ihr 13-jähriges Ich sieht. Ich erinnere euch daran. Es ist in gewisser Weise idealisiert, in anderen eine Art Karikatur. Sie versucht zu verstehen, wie sie sich an ihr jüngeres Selbst erinnert und es darstellt. Dann platzieren wir diese Darstellung auf einer mentalen Landschaft. Darüber hinaus müssen wir uns entscheiden, welches Kleid wir für dieses Standortmodell verwenden möchten. Mein Gefühl ist, dass wir entweder das Aschekleid oder das klassische Kleid verwenden. Aber ich würde gerne eure Gedanken dazu hören. Schauen Sie sich die Kleider an und gebt euer Feedback. Beachtet, dass dieses Modell künftig als Verkaufstool verwendet wird und dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, weiterhin Kleider hinzuzufügen. Also müssen wir in unseren besten Schritt nach vorne gehen. Ich habe meine eigenen Gedanken und Gefühle über das Kunstwerk, aber ich werde eine Weile darauf sitzen. Ich finde immer, dass meine erste Reaktion ein oder zwei Tage später weniger wertvoll sind als meine Gedanken. Aber stellt euch sicher, dass wir darüber sprechen können. Der Titel zu Alice Modell stammt aus einem Zitat von Eduardo Galeano. Die Kirche sagt, der Körper ist eine Sünde. Die Wissenschaft sagt, der Körper ist eine Maschine. Die Werbung sagt, der Körper ist ein Geschäft. Der Körper sagt, ich bin ein Fest. Eine Woche später, am 29. Juni, gab es ein erneutes Update. Joey hat das Referenzbild des Alice-Modells basierend auf euren Feedback aktualisiert. Wir werden dieses Bild jetzt an die 3D-Modellierung senden, den Designer damit vertraut zu machen. Und schon nur einen Tag später, 2:03 Uhr nachts, bekommt McGee sofort das 3D-Modell von den Designer zurückgeschickt. Die erste Version. Es ist noch die komplette Rohfassung. Und McGee war total aufgeregt, als er das erste 3D-Modell gesehen hatte. Man hört das auch an seinem Posting. Liebe verrückte Kinder, die erste Phase der Arbeit an einem 3D-Modell für Alice ist abgeschlossen. Roman produzierte dieses Plattenspieler-Video von Alice Gesicht und ihrer A-Pose zusammen mit Standbildern derselben. Der Detaillierungsgrad, den er erreicht hat, ist ausgezeichnet. Ich bin wirklich beeindruckt von seinem Können, seiner Geschwindigkeit und seiner Qualität. Gute Arbeit! All dies basiert auf den ersten Konzeptbildern, die wir hier in Patreon. Patreon ist die Seite, wo McGee grundsätzlich alle Entwicklungsstadien des Games veröffentlicht. Ich möchte euch unbedingt den Link dahin schicken und ihr könnt das Spiel und seine Produktion mit unterstützen mit schon ab $5 im Monat. Wenn ihr mehr bezahlt, kriegt ihr dann noch mehr Bonis davon und die Neuigkeiten bekommt ihr immer sofort, sobald American McGee die Neuigkeiten postet, bekommt ihr sofort eine E-Mail davon. Und ist natürlich alles in seiner Muttersprache, in Englisch. Es ist auf jeden Fall ein ganz tolles Konzept, was hinter der Patreon-Seite steckt. Weiter geht's im Text. So, all das basiert auf den ersten Konzeptbildern, die wir hier auf Patreon mit euch geteilt haben, die den Crowd-Designer-Prozess durchgelaufen haben. Es ist sehr interessant zu sehen, wie die 2D-Konzeptbilder in den 3D-Raum transformiert werden. Was denkt ihr?
Das nächste Update erfolgt von Alice im Aschekleid. Freuen Sie sich drauf. Sobald das erledigt ist, fügen wir das Modell in eine Umgebung ein. Das ist alles sehr aufregend. Wie immer behalte ich es mir vor, eure Kommentare und Rückmeldungen für einen späteren Zeitpunkt zu lesen. Wie schon erwähnt, 2 Tage später oder so. Im Moment möchte ich hören, was ihr darüber denkt und schreibt mir ein Feedback. Ich werde diese Inhalte vollständig überprüfen und mit integrieren. Ja, es gibt endlich einen Fortschritt. Und hey, danke. Danke, ihr verrückten Kinder. Danke an dich. Ihr macht diese Arbeit möglich. Ohne euer Vertrauen, euer Feedback und eure Unterstützung würde nichts davon, nichts existieren. Man merkt, McGee war sehr aufgeregt, er war sehr euphorisch und er war sehr glücklich gewesen. Das Tollste ist, wenn ihr konstruktive Kritiken und Vorschläge habt für die Entwicklung des Spiels, die werden mit einbezogen. Also, McGee entwickelt das Spiel mit seinen Fans zusammen. Und das ist wirklich etwas ganz, ganz Großartiges. So, wo wir gerade dabei sind, dass ihr Teil davon werden könnt, das Spiel zu produzieren, möchte ich jetzt auch gleich zu den ersten Kommentaren kommen, zu den allerersten 3D-Modellen. Juan Romero hat geschrieben: Es ist natürlich erstaunlich, diese Qualität, aber ich mag das Design nicht sonderlich. Vor allem die riesigen Augen, ein Trend, den ich eigentlich verabscheue und der sie wie ein gruseliges Insekt aussehen lässt. Ich würde gerne was Positiveres sagen, aber ich kann mich nicht wirklich mit Alice hier mit diesem Modell verbinden. Steven Giglieri schrieb: Die Beine scheinen etwas zu lang. Nicole Adrain schrieb: Insgesamt gefällt es mir, aber im unteren Wangen-Kinn-Bereich funktioniert etwas irgendwie nicht für mich. Vielleicht bewege ich den Mund nach oben und das Kinn zeigt mehr und die unteren Wangen sind dann zu dünn. Auch die Hände sind groß. Aber ich weiß nicht, ob das eine Kritik ist. Ich erinnere mich an ihre Hände, die auch in Alice Madness Returns groß waren. Ich liebe die Haare und die Augen und ich denke, der Körper funktioniert so auch ganz gut. Es ist eine großartige Arbeit, Roman. Valerie Sotelo hat eine ganz wichtige Anmerkung gemacht. Sie hat gesagt: Ich denke, sie sollte etwas jugendlicher aussehen. Moriso scheinen ihre Arme etwas zu lang. Und dies könnte ein Problem sein, wenn sie sich schwingt, um mit einer kurzen Klinge anzugreifen. Ich finde, dass ihre Augen ein bisschen zu groß sind und ihre sexuelle Anziehungskraft beeinträchtigen. Auf diesen Kommentar von Marty antwortete Red Breloom: Als Heads-up zeigt dieses Modell Alice als 13-Jährige. Weil das ihr Alter für dieses Spiel ist, wird die sexuelle Anziehungskraft überhaupt nicht berücksichtigt. Das war natürlich ein sehr sinnvoller Kommentar, darauf hinzuweisen. Am 11. Juni kam dann von McGee das nächste Update. Liebe verrückte Kinder, ich habe heute Morgen einen Twitch-Stream gemacht und den könnt ihr hier sehen. Danke für die vielen tollen Rückmeldungen von allen und wir verwenden die, um alles an das Modell anzupassen. Darunter berücksichtigen wir erstens die Korrekturen am Make-up, dass es weniger dunkel wird und besser gemischt und besser platziert. Zweitens das Kinn. Viele Leute fragen nach Änderungen an Form und Größe. Ich sag ja, okay.
Drittens, die Augenbrauen. Kleiner, weniger dicht, kindlicher und besser mit dem Gesicht verschmolzen. Viertens, Anpassung an Größe und Form der Beine, kürzer und dicker. Fünftens, Anpassung an Körper und Form der Arme, dicker. Sechstens, Anpassung der Haarplatzierung. Es wird auch noch andere Anpassungen geben. Und wir werden bald eine neue Version des Modells sehen. Außerdem sehen wir den Beginn der Arbeit mit dem Aschekleid. Danke an alle für die Unterstützung und das Feedback. Es war wirklich ein lustiger und sehr interessanter Prozess. Darauf hatten folgende Fans was auszusetzen. Saleh Abu Rajid. Das sind sehr gute Hinweise. Leider gibt es einige Dinge, die die Fangemeinde nicht bemerkt hat. Erstens, ihre Schulter sollte sich eher nach unten lehnen. Schmale Schultern als seitlich gerade. Zweitens, die Finger sind etwas zu scharf. Drittens, die Kurven von ihrer Knöchelseite sind zu breit. Ich spreche darüber, wie sich ihr Knöchel von der Hüfte zum Bein krümmt. Das sehe ich hauptsächlich. Bisher sieht es aber großartig aus. Zwei Tage später gab es ein neues Update. Omri, der Künstlerin, schickte ein Bild. Denn sie hat sich genauso mit den Proportionen beschäftigt, um die Anpassungen zu veranschaulichen, die erforderlich sind, damit das 3D-Modell von Roman mehr wie Joys 2D-Konzept-Konstellation aussieht. Diese stimmen jetzt aber mit den Kommentaren unserer verrückten Kinder überein und das war einfach gut, sie nochmal visualisieren zu lassen. Und nun zum 3D-Modell. Wir sehen weitere Updates von Roman zu Alice 3D-Modell. Er hat die Anfänge ihres Kleides, das Gestalt annimmt, und er hat mir ein paar von einem Video geschickt, in dem dieses Kleid strukturiert ist, im Wind weht und ziemlich fantastisch aussieht. In der Hoffnung, dass wir eine aktuelle Videodatei dann haben, die wir im Livestream diese Woche zeigen können. Und zuletzt, ich kann auf mysteriöse Weise darauf hinweisen, dass obwohl viele der Menschen, mit denen wir auf der Seite der Geschäftsentwicklung zu tun haben, heutzutage im Urlaub sind, ich immer noch Herzklopfen-Nachrichten von einer Reihe von Orten erhalte, um zu überprüfen, ob die Geschäfte wieder aufgenommen werden und Fortschritte erzielt werden können, sobald alle im September wieder an die Arbeit gehen. Das sind also gute Nachrichten. Am 17. August um 2.04 Uhr nachts hat American McGee die Nacht davor von Roman wieder ein aktualisiertes Alice-Modell bekommen. Er schreibt dazu eine Sache, bei der ich mir ein wenig unsicher bin, ob Roman irgendwelche Änderungen an der Gesichtsstruktur vorgenommen hat oder nicht. Ich habe neu und alt in Photoshop angesehen und zwischen A und B hin und her gewechselt und vielleicht wurde das Kinn um einen Bruchteil angepasst. Mein Gehirn sagt mir aber nein. Aber die Haare haben sich sicherlich verändert. Und das hat einen großen Unterschied, macht das, wie das ganze Gesicht aussieht. Also, die Hauptsache hier sind die Haare, die Kleidung und die Effekte. Nehmen wir an, es sind noch weitere Änderungen auf dem Weg. Ein Fan mit dem Pseudonym Hexenpuppe hat sich die 3D-Bilder angenommen und dann fan-designed. Also, das war ganz interessant und eigentlich auch ganz hübsch gemacht und deshalb blenden wir einfach ihr Konzept dazu ein und ihre Gedanken, weil sie sich auch so viel Mühe daran gemacht hat. Sie schreibt, dies ist meine Einstellung zu Romans 3D-Modell. Ich habe Dinge mit dem Photoshop geändert und so sehe ich die jüngere Alice. Ich hoffe, sie gefällt dir, MacG. Was ich verändert habe,
Ich gab ihr weichere Gesichtszüge, die typisch sind für Kinder und Jugendliche, wie zum Beispiel rundere Wangen. Ich habe ihre Augen ein bisschen kleiner gemacht und ihr Haar habe ich etwas dunkler gemacht. Und ich gab ihnen etwas Volumen neben dem Wangenbereich. Ich habe den Haarwurzelbereich auf die Oberseite ihres Kopfes gelegt und habe die Seiten näher aneinander gefügt. Ich habe auch die Haare ein bisschen unordentlicher gemacht, weil das scheint mir etwas, was besser zu ihrem jüngeren Alter passt. Ihre Haut habe ich ein wenig blasser gemacht und ihre Nasenspitze habe ich einen kleinen Lift gegeben. Auch habe ich eine Real-Life-Version neben der Wunderland-Version inszeniert. Viele haben allerdings auch nicht so positiv auf den 3D-Modell von der Produktion reagiert. Alice anscheinend zu alt und ausgezehrt wirkte anstelle wie ein junges 13-jähriges Kind. Wie zum Beispiel, das sieht für mich nicht einmal nach Alice aus. Wenn dies irgendwo ohne Kontext gepostet werden würde, hätte ich keine Ahnung. Ihre Nase ist viel größer als im vorherigen Spiel und lässt ihr Gesicht unverhältnismäßig aussehen. Es könnte auch sein, dass ihr Gesicht schlank ist, zu schlank, und es so aussieht, als würde die Nase deshalb zu viel Platz beanspruchen. Die Haarfarbe, die sich von schwarz nach braun bewegt, fühlt sich irgendwie auch gut. Das war aber mein Lieblingsstück von Alice Madness Returns, weil es ihr die Gothic-Stimmung verlieh. Weiter kamen andere kritische Kommentare wie: Sie sieht bestimmt nicht wie 13 aus. Sie sieht eher aus wie eine 30-jährige Frau, die fragwürdige Entscheidungen in ihrem Leben getroffen hat. Ich mag das Kleid, obwohl die Feueranimation überall ein bisschen wie Glitzer aussieht, viel mehr als Asche. Kane Farron hat geschrieben, ich würde vorschlagen, ihre Augen weniger eingefallen und nur ein wenig kleiner zu machen. Es gibt liebenswerte große Augen. Und das hier ist aber einfach nur gruselig. Die tiefen Spalten ihrer inneren Augen altern sie leider viel zu sehr. Auch er sagt, die Nasenspitze müsste nach oben gehen. Und er sagt auch, ich denke, ich erinnere mich, dass irgendwo gesagt wurde, dass Alice sich selbst im Wunderland als ihr ideales Ich sieht. Deshalb hatte sie dort ordentliches glänzendes Haar. Ein wenig Make-up und so weiter. Hier sieht sie eher aus wie ihr Londoner Ich. Ich weiß, dass sie ein Trauma durchgemacht hat, aber sie verarbeitet es immer noch in Madness Returns und sie schafft es immer noch im Wunderland gesund auszusehen. Again, a different artist's interpretation. Now again, the eyes are absolutely massive, but then you see there's a little more work done in her nose and her lips, you know, her chin has got a different kind of definition to it. Is that the same character? Sure, we all recognize it as the same character, but if you put these things side by side, a lot of people are going to say, hey, I don't remember her looking like that, because it's quite different, but there's a couple of elements here that are signatures. And I'd say that one of those elements is the large green eyes. Maybe nothing else about her made it over, but the large eyes did. So I think that that's it's important to take note of. Now this was artwork that was done by Omri Koresh recently. This is one of the kind of key art prints that we did. I believe this one's titled Off With Her Head. Now, Omri did this knowing that, you know, this is Alice, she's wearing her guilt dress, this is supposed to be a younger Alice, maybe this is, you know, in line with the imagining of the 13-year-old Alice. Now, when I look at this, I don't feel like that looks like a 13-year-old girl, but, you know, hey, again, it may be that she's 13, she may be remembering herself at 15, 16. The point is, she's not the 20-year-old Alice of the first game. She's a younger Alice, and I think I would buy that
you know, this character fits into that. Again, she's got the large eyes, she's got the green eyes, and we all kind of instantly recognize her as being her. That, and yeah, that's the denial dress, as Truth Decay says. Patient 322 says, so many, McGee is getting real or deep. Zeralus Laus says, still live, always admired the original art from the first game, but always look forward to the graphic changes, high res or not, keep up the great work either way. Alrighty, well there you go. Matto Flow says, I'm fine with the eyes, honestly. If her face was slightly shorter, it would be perfect to me, but this will vary from person to person. Yeah, fair comment, and I appreciate that you said, but this will vary from person to person. I really love it when comments come with those kinds of caveats or bits of awareness that we all will view these things differently. The only comments that really set me off when I read through things on Facebook and YouTube are the ones who say, this is terrible, you must change it. I think, where's the block and ban button? Because who are you to tell us? Am Ende des Tages müsste der Hauptteil darauf verlegt werden, dass sie jünger aussehen muss, mandelförmige Augen hat, Wimpern und rundere Wangen bekommt. Because who are you to tell us? All right, continuing on with the history of Alice's faces, this is the face from the cover art of Alice Madness Returns. Again, I'm just putting these on screen so we can do a bit of a comparison side by side. The face is, you know, got that very oval shape to it, the very rounded chin. It's very elongated. She's got the big green eyes. They are quite big. Now, they got, I don't know if it's racist to say this, so if it is, I apologize, though I do live in China, so I don't know if I can be racist towards Chinese people. According to science, all of the cells in my body over the last 15 years have died and swapped out, and I am basically a Chinese person now, so I'm gonna say that her eyes got a bit Asianified. That is to say, they became a bit more narrow, and they took on, an angle that is still, it's in the previous bits of art, but I think that with the narrowing of the eyes, they became more pronounced, but it goes back to the original piece of art, and I think that was one of the goals that we had, so... it's interesting that this could be interpreted, and I've seen people online interpreting it as anime in style, but I think it goes, in some ways it goes so far that it actually becomes alien. So there's somewhere in between in terms of how you shape the eyes, where it goes from our perception of Western eyes to our perception, general perception of Asian eyes, to our general perception of alien eyes, right? I wonder if anybody's ever done a bit of a study on that, that depending on the angle at which you present the eyes and how they're drawn, they go Western, Asian, alien. And I suppose if they continue going up, what do they become? I don't know. What sort of creature has eyes that are like angled directly up and down? I'm not sure. I guess cats? Maybe you become more cat-like. Or something. So anyway, she had a further revision on the eyes, and it kind of gave her a little bit more determined, a little bit older look. She's not as wide-eyed for sure, and of course being wide-eyed is also something that we use, at least in linguistics, we would say being wide-eyed is also connected with being innocent, right? Wide-eyed innocence, and that is something that is much more childlike. So I'm glad that we're going back to a more wide-eyed look, because it is in line with the more innocent character that we're creating. And if you look at this image and you see her eyes, you think, man, that woman has seen some shit. And she's got a knife. Let's not mess with her. She's on a mission. Whereas, you know, the in-game model, it's the eyes are opened up a little bit more. Now she's still got the knife and you still don't want to get in her way, but I think again interesting to see that the
illustrated version of her for the cover art of the box, even that between the in-game model, there's going to be a little bit of variation. In-game, the eyes are a lot bigger. Now, one of the reasons it's good to make eyes big in a game is because they can express at a further distance. If you have a character whose eyes are smaller or more realistic, then you have to get closer in on the face with the camera in order to be able to see the expressions contained within the eyes. When the eyes are big like this, they can express across a greater distance. This actually leads to a bit of a problem, though, because when the eyes are big, the movements feel exaggerated, so you have to tone down the animations in response to the fact that the eyes are a lot bigger. Otherwise, she'll get this kind of crazy, wild-eyed look, which some amount of could be in character, but some amount of it just starts to look goofy. So that brings us to the current model, the model that was turned in for Alice Asylum. So we're looking at this face and comparing it to this face, in essence. So when I see these two side by side in this context, that feels like an older, more mature person, and this feels like a younger person. I'm not going to say by how many years younger, but she definitely feels a bit younger to me, and that is the goal. You know, it's not that we have to be exactly like everybody looks at it and says, wow, that's exactly 6.53 years younger, but as long as we all agree that she looks a bit younger, then I think we're on target. Am 1. September 2020, es ist also gar nicht so lange her, 2:43 nachts, schrieb American McGee näher und näher. Alyssa und Alyssa. Liebe verrückte Kinder, am Wochenende erhielt ich von Roman ein Update mit einem Screenshot der Verbesserung am Alice 3D-Modell. Dies geschieht, nachdem eure Kommentare und Rückmeldungen mit Omris Bild zusammen und meinen eigenen Notizen und Anweisungen kombiniert wurden. Das Ergebnis ist, da werden Sie mir zustimmen, den ursprünglichen Skizzen des Charakterkonzeptes, mit denen wir begonnen haben, viel, viel näher. Und weniger Dinge sind störend. Wie bei einigen Problemen, die wir in der vorherigen Repräsentation gesehen hatten. Heute ist der 22. September. American McGee nochmal eine Aktualisierung des Modells bekommen. Und diesmal sieht man wirklich einen gravierenden Unterschied zu den ersten Modellen und den aktuellen. Ihr Haar wurde verlängert, ihre Augen sind nicht mehr so eingefallen. Sie hat nur noch leichte, geschminkte Augen. Ihre Wangen sind viel runder und sie sieht wirklich viel, viel kindlicher aus. Und ihre Augen, McGee ist wirklich drauf eingegangen, sind nicht mehr so insektenartig. Alles in allem sieht sie wirklich wie ein... Wunderschön sieht es aus.